So, wir gehen jetzt noch mal raus und gucken uns Jobs im Dunkeln an. Das ist eine Serie, die wir hier haben. Da sind wir heute im Camppark in Krefeld-Uerdingen. Lanxess hat dort das weltweit größte Werk an Eisenoxid, was da hergestellt wird. Ja, also Farbpigmente werden dort zum Beispiel gemacht. Mit dieser Farbe wird unter anderem zum Beispiel der Eiffelturm in Paris angepinselt. Nachtschicht im Camppark im Dunkeln, das leuchtet wie eine Kleinstadt dort. Krefeld-Uerdingen, seit 140 Jahren Chemiestandort. Rund 7000 Menschen arbeiten hier heute. Auch in der Nacht steht die Produktion nicht still. Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt regelmäßig erst ihre Schicht. Christina Modlau, die Industriemeisterin der Chemie, hat oft Nachtschicht. Dann eine ganze Woche lang. Es ist heiß und stickig am Becken, in dem die erste Stufe der Farbpigmentherstellung beginnt. Ich nehme eine Probe zur Überprüfung der Qualität des Farbpigments, um später die Probe im Labor auszuwerten. Wir haben Eisenspäne mit Natronlauge versetzt und durch Luftzugabe und Erhitzung entsteht gelbes Pigment. Alle 2 Stunden gehen wir Proben ziehen und das verbinden wir dann mit Kontrollgängen, sei denn es ist irgendwas außer der Reihe, wenn jetzt irgendwelche Alarme sind oder Ventile oder Pumpen in Störung sind, dann gehe ich halt gucken. Und könnt ihr euch noch erinnern an die ersten Nachtschichten? War das dann sehr schwer? Boah, die erste Nachtschicht ist schon 15 Jahre her. Das ist eine lange Zeit. So richtig dran erinnern kann ich mich gar nicht mehr, nee. Wird der Freundeskreis dann anders irgendwie durch den Rhythmus? Weniger. Also die sozialen Kontakte leiden schon. Also da zeigt sich dann wahre Freundschaft. Wenn man dann am Wochenende mal nicht kann auf irgendeinem Geburtstag oder wenn die Leute rausgehen und man dann arbeiten muss, weil man Nachtschicht hat oder am nächsten Tag früh aufstehen muss, es wird schon kleiner und weniger. Die Industriemeisterin bringt die Proben ins Labor. Zur gleichen Zeit in einem anderen Bereich des mehr als 2,5 Millionen Quadratmeter großen und mit zigtausend Lampen erleuchteten Geländes. Hier macht die 21-jährige Chemikantin Sarah Ludwig einen Kontrollgang. Sie hat gerade ihre Ausbildung beendet und wird vom Schichtmeister Frank Uhl begleitet. Über Wasser geleitet und dann hier rausgeblubbert. So, Sarah, hier kontrollieren wir jetzt unseren großen Klartank auf Etagen. Ja, wonach gucken Sie jetzt hier bei so einem Rundgang? Ich gucke grundsätzlich, ob irgendetwas Auffälliges vorhanden ist, ob soweit alles dicht ist oder erkennbar Leckagen sind, ob Tropfen irgendwo dran sind, Verkrustungen, ob soweit alles dicht ist. Jetzt sind Sie 21 und wie lange kennen Sie schon die Nachtschicht? Seit 2 Jahren mache ich Nachtschicht. Und wie war das am Anfang? Am Anfang musste ich mich echt dran gewöhnen, aber mittlerweile mag ich die Nachtschicht sogar am liebsten. Denn sie begeistert dieser nächtliche Blick auf das Lichtermeer. Faszination mit leichtem Gruselfaktor für die junge Chemikantin. Wenn man zur Arbeit läuft, ist es schon ein bisschen unheimlich. Man fühlt sich wie in so einer Geisterstadt so ein bisschen. Es ist halt alles leer und so groß. Machen Sie dann als erstes, wenn die Nachtschicht durch ist? Ich fahre noch zum Bäcker, gehe mir frische Brötchen holen, trinke noch einen Kaffee, frühstück noch in Ruhe, gucke ein bisschen Fernsehen und dann gehe ich so gegen 7, halb 8 ins Bett und dann versuche ich so meine 6 bis 7 Stunden zu schlafen. 3 von einigen 100, die hier nachts arbeiten.
Um 6 Uhr morgens ist für sie Feierabend im Chemiepark.